Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute mache ich den zweiten Teil mit Juventus Turin, also mit Piemonte Calcio. Wir haben spielen gegen Brescia, Leute. Oder? Später mache ich auch nächste Saison mit. Ja, und jetzt haben wir gegen Spal. Da muss man gewinnen. Und Spal ist natürlich Fünfter, Leute. Das ist natürlich sehr gut bei seiner Mannschaft, Leute. Spal hat 3 Siege und 1 Niederlage haben sie. 1 Niederlage haben sie. Und 9 Tore. Also 6 Gegentore hat. Und von dort haben sie 10. Da haben sie 13 Punkte. Da sind sie Zweiter, Spal, wenn sie gewinnen. Aber im Spiel gegen Spal, Leute. Wieso hat also Leute, ich möchte mal 85 Manager bewerten, also ja, aber wieso ist Spal 5. Tabellen, haben sie einen guten Spieler gekauft, also geholt. Ach so, stimmt. So, Spal. Auch ein geiles Logo, aber Berisha. Ah ja, Berisha. Wenn sie einen Torhüter haben, wo stark ist, dann natürlich das. Okay, das gewinnen. Etirit Sionek, der kennen wir von Palermo. Sionek und Costantini. Okay, sie haben einen richtig relativ Jugendspieler. Dickmann, obwohl er nicht dick ist. Die von Jerschko, der Mohamed Faris, Felipe. Felipe kenne ich der. Wo hat er für ein Gespiel? Weiß ich nicht. Flockery. Sind wir das Jahr, die Saison beendet. Ja, für den letzten Karriereende, da sucht man einen neuen Guido und Igor. Infotech von Brasilien, sehr stark. Misrioli, Kurtic können wir auch, aber Motiba. Wer ist eigentlich so Top-Spieler bei Mancini, Paloschi, Murgia, Murchison, Lazio, oder? Salamoni, Leis, Bastian Schweinsteiger! 76, Sebastian Schweinsteiger, Leute, einfach zu krass. Und Sigo, Strefetzer und Valdivioli, Demba, Dinamo Mani Valotti, Vicari, Vaisanen, Viviani und ja, Vaisanen, finnischen Rockclub. Und wer ist eigentlich das Top-Schütze beim Ballsball? Bei uns ist Ronaldo die Baller. Okay, alles klar. Das Ball-Top-Schütze ist alles der Alessandro mit 2. Und da kommt, ja, das Ball mit Alessandro, Leute. Den müssen wir auf 8, Leute. Aber wir geben alles. Beim Heimspiel, Leute. Bei 15 Uhr, Leute. Aber, ja. Wir gewinnen gerade mal 6-1 gegen das Ball. Und gerade mal das Ball ist 5. Kurtic trifft in der... Ronaldo trifft Elfmeter, Leute. Der Licht trifft Matuidi, Bernadeschi, zweimal Igo. Zweimal Ronaldo, einmal Iguain, ja. Leute, einfach mal 6-1 geschlagen. Ich hab nichts eingekauft. Die gleiche Formation, nichts aufgekauft. Ich hab nur Jugendspieler. Bei Reserve-Spieler. Leute, wir sind 4. in Tabelle mit Champions League. Wir spielen gegen Young Boys. Und Leute, das ist ein Glück, aber wir Heimspiel. Oh, wir haben Jugendscout, Leute, aber zuerst. Zuerst gehen wir Jugendscouting, Bericht Gabriele Fontana, übrigens 38, ja, aber Lindström und Robert Fredriksson und Prestes und Leacho Teixeira, Leute, der richtige Maschine ist, aber der Prestes bekommt eigentlich nie Einsatz, aber machen wir trotzdem. Leute, wir haben den Jugendspieler noch nicht gescoutet, aber wir können mal machen. Und ja, Leute, wir haben so viel Money oder Money. Wir gucken gerade mal die Jugendspieler mal. Leute, und wir haben jetzt der Talent, ein Riesentalent. Der
Teixeira, Leute, der 17er war der Innenverteidiger mit 52 Potenzial, und Frederiksson und der Lindström. Und ja, Leute, das ist einfach zu kranke Spieler, Leute. Aber Leute, wir spielen gegen die Young Boys, Leute. Den zweiten Spieltag, Leute. Wir machen gucken, was alles passiert. Und hoffentlich gewinnen wir Gas. 4-1 gewinnen wir. Bernadeschi, Ronaldo, Higuain, Dybala. Drei Gegentore. Okay. Wir spielen. Das Ball ist nicht mehr um der 5 Tabellen. Milan holt sich. Und Sassuolo ist sogar 5. Presses. West ist in Colombe Paredes. Forward West Bromwich. Okay, ein West Bromwich, Leute. Wir trainieren mal ein bisschen, Leute. Wir trainieren, weil. Da können wir der Costa. Oh, Michael Costa. Auch mal interessant, aber. West ist in Colombo. Aber Juve braucht mal ein bisschen mehr. Lindström, der ist geil, Alter. Lindström. Und Leute, was haben wir denn? Greco, Mattia Greco. Er ist aber 15 Jahre alt und er ist aber bei Jugendspieler. Magnusson. Ribeiro, Leute, das ist ein Talent, wo man Talent sagen müssen. Aber Leute, Frederiksson nämlich. Aber Maestrum. Dieser Market geht oben. Leute, wo ist eigentlich Teixeira, Leute? Leacho. Teixeira. Natürlich. Bei Lugenspieler. Ein Riesentalent nächster Runde, obwohl er 45 Potenzial ist, aber oh Leute, wir spielen das Derby-Spiel am 7. Spieltag gegen Inter Mailand, Leute. Und dann muss man sagen, Leute, Juventus hat keine einzige Niederlage, 6 Siege. Und Leute, das spielen wir zu selbst. Aber Leute, vorerst. Das war's mit diesem Video, Leute, und hoffentlich hat es wieder gefallen euch, Leute, und gebt es wieder Daumen hoch, Leute, verpasst nicht zu den Kanal abonnieren, Leute, und ja, Leute, ich würde mal sagen, das Video war's von Juventus Turin, Leute, wir haben einen Talent, Leacho Teixeira, 17 Jahre alt, und EF und ZOM kann er in Innenverteidigung, Leute, 52 Potenzial, Leute, eine Maschine, und das gibt mal gar nicht, aber das ist eine Maschine, Leute, aber das ist nicht so unzufrieden, aber können wir ein Höchststückchen verbessern. Das war's für dieses Video und viel Spaß. Ciao.